Seien Sie gegrüßt. Heute wollen wir uns mit Unentscheidbarkeit und Semi-Entscheidbarkeit der Prädikatenlogik befassen. Dazu zunächst mal die Definitionen dieser beiden Begriffe. Ein Problem P heißt entscheidbar, wenn es ein Berechnungsverfahren gibt, das zwei Eigenschaften erfüllt. Zunächst mal muss dieses Verfahren für jede Eingabe terminieren. Und die zweite natürliche Forderung ist, dass für jede Eingabe die richtige Ja-Nein-Antwort geliefert wird. Wir interessieren uns also hier für Probleme, die eine Ja-Nein-Antwort erfordern. Ein Problem heißt semi-entscheidbar, wenn es ein Berechnungsverfahren gibt, das nicht für alle Eingaben terminieren muss, aber zumindest für die Eingaben, bei denen die korrekte Antwort Ja ist. Und wenn eine Antwort gegeben wird, soll natürlich auch hier die Antwort korrekt sein. So, gucken wir uns mal ein paar Probleme an im Zusammenhang mit der Prädikatenlogik. Ein Problem ist das Gültigkeitsproblem, gegeben eine Formel F. Die Frage ist, ist F eine gültige oder allgemeingültige Formel? Das Erfüllbarkeitsproblem, wiedergegeben eine Formel F. Die Frage ist, ist F eine erfüllbare Formel? Und das dritte wichtige Problem ist das Folgerungsproblem, gegeben zwei Formeln F und C. Die Frage ist, ob diese Formel C logisch aus F folgt. Das sind so die klassischen wichtigsten Probleme in der Prädikatenlogik. Leider stellt sich raus, dass diese Probleme nicht entscheidbar sind in der Prädikatenlogik. Wenn wir uns an die Aussagenlogik zurückerinnern, sind diese Fragestellungen entscheidbar. Der Grund war, dass wir uns in der Aussagenlogik für jede Formel nur eine endliche Menge von Belegungen ansehen müssen. Formeln haben eine endliche Länge, haben eine endliche Anzahl an Atomen, die in ihnen vorkommen. Deswegen gibt es nur endlich viele Belegungen, die man überprüfen muss, um diese Probleme zu lösen. In der Prädikatenlogik ist das natürlich ganz anders. Da müssen wir beliebige Strukturen berücksichtigen, die beliebige Mengen als Universum besitzen können. Es gibt sogar prädikatenlogische Formeln, wo die einzigen Strukturen, die die zu wahr auswerten, solche sind, die ein unendliches Universum haben. Hier habe ich mal ein kleines Beispiel aufgeführt. Wir haben also hier ein zweistelliges Prädikat P. Dieser letzte Teil der Formel besagt, dass P eine transitive Relation ist. Diese Formel besagt, dass P nicht reflexiv ist, also ein Element Y steht nicht mit sich selber in dieser Relation P. Und dann wird hier gesagt, dass P von X und F von X gilt. Und man kann sich relativ leicht überlegen, dass diese Formel zwar erfüllbar ist, aber es gibt nur Modelle mit unendlichem Universum. Zum Beispiel können Sie als Universum die natürlichen Zahlen wählen. Sie können P interpretieren, dahingehend, dass Sie sagen, ein Paar MN ist in der Interpretation von P, wenn M kleiner als N ist. Und Sie können die Funktion f als die Nachfolgefunktion interpretieren. Wenn Sie jetzt diese Formel auswerten, werden Sie merken, dass Sie tatsächlich ein Modell der Formel haben. Die Formel ist also erfüllbar, aber es gibt kein Modell, das ein endliches Universum hat. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass es ein Entscheidungsverfahren, wie wir es aus der Aussagenlogik kennen, wo wir alle relevanten Strukturen der Reihe nach überprüfen können, hier in der Prädikatenlogik nicht geben kann. Tatsächlich konnte man zeigen, dass verschiedene Unentscheidbarkeitsresultate gelten. Zunächst mal gibt es den Satz von Church, der besagt, dass das Gültigkeitsproblem der Prädikatenlogik unentscheidbar ist. Auf den Beweis will ich hier nur kurz eingehen. Üblicherweise zeigt man solche Unentscheidbarkeitsresultate dadurch, dass man ein Problem nimmt, von dem man schon weiß, dass es unentscheidbar ist.
Für diesen Satz wird häufig das postsche Korrespondenzproblem zu diesem Zweck verwendet. Das ist ein Problem, wo man Paare von Zeichenketten hat und gefragt ist dann, ob es eine Folge von solchen Paaren von Zeichenketten gibt, sodass, wenn man jeweils das erste Element, die ersten Elemente hintereinander schreibt und die zweiten Elemente hintereinander schreibt, ob dann das Wort, das auf diese Weise entsteht, dasselbe ist. Dieses Problem ist ein bekanntes, unentscheidbares Problem, wird Ihnen hier in Leipzig im vierten Semester in der Vorlesung Berechenbarkeitstheorie begegnen. Und wenn ich also so ein Problem habe, dann kann ich zeigen, dass ein anderes Problem auch unentscheidbar ist, indem ich dieses Problem so in das zweite übersetze, dass eine Lösung des zweiten Problems eine Lösung des ersten beinhaltet. Ich habe also ein Problem A, von dem weiß ich, es ist unentscheidbar. Ich übersetze das in Problem B, und zwar auf solche Weise, dass ich, wenn ich B lösen kann, auch A lösen könnte. Das bedeutet also, B ist mindestens so schwer wie A, ist mindestens so schwer zu entscheiden wie A. Und wenn ich schon weiß, dass A unentscheidbar ist, dann kann ich eben ableiten, dass auch B unentscheidbar sein muss. Als Korollar aus diesem Satz von Church bekommen wir, dass das Erfüllbarkeitsproblem der Prädikatenlogik unentscheidbar ist. Der Beweis ist relativ einfach. Wäre Erfüllbarkeit entscheidbar, dann müsste auch Gültigkeit entscheidbar sein, denn eine Formel ist gültig genau dann, wenn ihre Negation nicht erfüllbar ist. Ich kann also diese Probleme aufeinander reduzieren. Weiteres Korollar, auch die Folgerbarkeit ist in der Prädikatenlogik unentscheidbar. Beweis, wäre Folgerbarkeit entscheidbar, dann auch Gültigkeit, denn eine Formel ist gültig genau dann, wenn sie aus einer Tautologie folgerbar ist. So, jetzt haben wir also negative Resultate kennengelernt. Jetzt wollen wir zeigen, dass wir zwar keine Entscheidbarkeit, aber doch immerhin Semi-Entscheidbarkeit für diese Probleme haben. Und die entscheidenden Impulse hierzu hat ein französischer Mathematiker geliefert, Jacques Herbrin. Er hat nur von 1908 bis 1931 gelebt, galt als großes Nachwuchstalent. Und er hat sich mit der Frage beschäftigt, wie die Erfüllbarkeit einer prädikatenlogischen Formel zusammenhängt mit der Erfüllbarkeit einer Menge, und zwar ist das im Allgemeinen eine unendliche Menge von aussagenlogischen Formeln. Die Details werden wir gleich sehen. Und das liefert dann zusammen mit dem Endlichkeitssatz Nachweis der Semi-Entscheidbarkeit des Unerfüllbarkeitsproblems. Gucken wir uns das im Detail an. Wir hatten ja gesehen, dass bei Strukturen beliebige Mengen als Universum zulässig sind. Das erste, was Herbrin gemacht hat, ist, er hat sich überlegt, ob man hier weitere Einschränkungen vornehmen kann. Und dazu hat er zunächst mal den Begriff des Herbrin-Universums definiert. Das Herbrin-Universum D von F, einer geschlossenen Formel F in Skolem-Form, ist die Menge aller variablenfreien Terme, die ich bilden kann, indem ich irgendwelche in dieser Formel F vorkommenden Symbole verwende, um Terme zu erzeugen. Wenn in F überhaupt keine Konstante vorkommt, wäre diese Menge leer. Deswegen wird also in diesem Fall die Verwendung einer zusätzlichen neuen Konstante A zugelassen. Diese Definition kann man natürlich auch äquivalent induktiv machen. Dann würde man folgendermaßen vorgehen. Man würde sagen, dass wenn C eine Konstante in der Formel F ist, dass dann C aus dem Herbrin-Universum ist. Wenn es keine Konstante in F gibt, dann wird einfach eine neue Konstante A hinzugefügt. Und die gehört zu dem Herbrin-Universum. Und die zweite Erzeugungsregel besagt, dass wenn ich ein n-stelliges Funktionssymbol f
klein f in der Formel f enthalten habe und ich habe schon Terme T1 bis Tn in dem Herbrand-Universum, dann ist eben auch der Term, der entsteht, wenn ich f vor diese n-Terme schreibe, ein Element des Herbrand-Universums. Gucken wir uns ein Beispiel an. Wir haben hier eine Formel. Relevant ist, was in dieser Formel an Konstanten und Funktionssymbolen vorkommt. Wir folgen hier wieder der Konvention, dass Buchstaben vom Anfang des Alphabets Konstanten sind. Wir haben also hier eine Konstante a, wir haben eine Konstante b, dann haben wir zwei Funktionssymbole f und g. Und auf der Basis dieser Konstanten und Funktionssymbole können wir das Herbrand-Universum bilden. Wir haben zunächst mal die Konstanten hier drin. A und b ist enthalten. Dann kann ich f auf a anwenden, auf b anwenden. Ich kann g auf a anwenden, auf b anwenden. Kann aber natürlich f auf alles, was ich bisher erzeugt habe, wieder anwenden kriege. Also f von a, f von b und so weiter. Das heißt, sobald ich ein Funktionssymbol habe, das nicht nullständig ist, das keine Konstante ist, wird das Herbrand-Universum unendlich. So, was machen wir jetzt damit? Ich kann auf Basis des Herbrand-Universums die sogenannten Herbrand-Strukturen definieren. Wir gehen wieder aus von einer geschlossenen Formel f in Skolem-Form und betrachten eine zu f passende Struktur. So eine Struktur besitzt ein Universum und eine Interpretationsfunktion. Und diese Struktur A ist eine Herbrand-Struktur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Zunächst mal muss das Universum das Herbrand-Universum sein. Die Menge aller variablen freien Terme, die Sie mit Symbolen aus F bilden können, wie wir das eben gesehen haben. Und die Interpretation der Funktionssymbole ist vorgegeben. Wenn ich ein n-stelliges Funktionssymbol f habe und n Elemente aus dem Universum, denken Sie dran, dass diese Terme jetzt einerseits Terme sind, die in der Formel vorkommen können, aber andererseits auch Elemente des Universums sind. Ich habe das Universum ja gerade so gewählt. Naja, dann interpretiere ich in einer Herbrand-Struktur dieses Funktionssymbol f so, dass es zu der Funktion interpretiert wird, die die Elemente T1 bis Tn des Herbrand-Universums abbildet auf den Term, der entsteht, wenn ich dieses Symbol f selber vor die entsprechenden Terme schreibe. Man kann also sagen, dass die Terme in Herbrand-Strukturen sozusagen zu sich selber interpretiert werden. Und das Einzige, was Herbrand-Strukturen noch offen lassen, ist die Wahl der Interpretation p hoch a für jedes Prädikatensymbol p. Alles andere ist schon festgelegt. So, warum ist das interessant? Das ist deswegen interessant, weil man zeigen kann, dass f, eine Formel f in Skolem-Form, geschlossene Formel in Skolem-Form, erfüllbar ist, genau dann, wenn diese Formel f ein solches Herbrand-Modell besitzt. Ich muss also nicht alle möglichen Modelle betrachten, sondern kann mich auf Herbrand-Modelle beschränken. Dann kommen wir als nächstes zur Herbrand-Expansion und das ist der Begriff, der den Zusammenhang zwischen Prädikatenlogik und Aussagenlogik herstellt. Gucken wir uns zunächst mal die Definition von Instanz und Grundinstanz an. Ich habe irgendeinen Ausdruck A. Das kann ein Term sein oder eine Formel sein. Und in diesem Ausdruck sollen die freien Variablen x1 bis xn vorkommen. T1 bis Tn heißen, sind irgendwelche Terme. Und der Ausdruck, der entsteht, wenn ich die Variablen durch die entsprechenden Terme
ersetze, den notiere ich zunächst mal auf folgende Weise. Ich schreibe hinter das A jeweils ein Paar bestehend aus Variable und Term, durch den diese Variable ersetzt werden soll. Ne? Also in diesem Fall würde x1 durch t1 ersetzt und so weiter. Es ist also die Notation für diesen entstehenden Ausdruck. Und man nennt diesen Ausdruck Instanz von A, wenn beliebige Terme verwendet werden und wenn die Terme, die für die Substitution verwendet werden, alle Variablen frei sind, dann nennt man den entstehenden Term Grundinstanz von A. Ne? So, und mit diesem Begriff der Grundinstanz insbesondere kann ich dann die sogenannte Herbron-Expansion definieren. Wir haben wieder eine geschlossene Formel in Skolem-Form, die soll diese Gestalt haben. Wir haben also nur Allquantoren vor der Matrix dieser Formel stehen. In F' kommt kein Quantor mehr vor. Und die Herbron-Expansion ist folgendermaßen definiert. Notiert wird sie als E von F. Und E von F enthält alle Grundinstanzen, die Sie bekommen, indem Sie die in F' vorkommenden freien Variablen, das sind ja y1 bis yn, ersetzen durch Elemente des Herbron-Universums. Das heißt, Sie ersetzen also alle Variablen durch Grundterme. Man kann also auch sagen, dass die Herbron-Expansion die Menge aller Grundinstanzen von F' ist. So, warum ist das interessant? Das ist deswegen interessant, weil Gödel, Herbron, Skolem nachgewiesen haben, dass für jede geschlossene Formel in Skolem-Form gilt, dass diese Formel F erfüllbar ist, genau dann, wenn E von F erfüllbar ist. Ne? E von F enthält alle Grundinstanzen der Matrix von F. Es tauchen keine Variablen, keine Quantoren auf. Das bedeutet also, dass die Formeln in F alle aussagenlogische Formeln sind. Ne? Es können da zwar Klammern, es können Funktionssymbole auftreten, die geklammert sind, aber weil keine Variablen, keine Quantoren da sind, verhalten die sich wie aussagenlogische Formeln. Und in diesem Sinne ist es damit also gelungen, die Erfüllbarkeit einer prädikatenlogischen Formel zu überführen in Erfüllbarkeit einer zwar in den meisten Fällen unendlichen Menge, aber eben Menge von aussagenlogischen Formeln. Und jetzt kann ich zusätzlich noch den Endlichkeitssatz der Aussagenlogik anwenden. Der Endlichkeitssatz, Sie erinnern sich, besagt, dass eine Menge von aussagenlogischen Formeln unerfüllbar ist, genau dann, wenn schon eine endliche Teilmenge dieser Menge unerfüllbar ist. Und wenn ich das mit dem obigen Resultat zusammennehme, kriege ich den Satz von Herbron. Und der Satz besagt, dass für jede geschlossene Formel F in Skolem-Form gilt, F ist unerfüllbar, genau dann, wenn es eine endliche Teilmenge der Herbron-Expansion von F gibt, die unerfüllbar ist. Und auf der Basis dieses Resultats kann ich dann tatsächlich ein Semi-Entscheidungsverfahren für Unerfüllbarkeit von Formeln herleiten. Und zwar geht das folgendermaßen. Es gibt einen Algorithmus, den Gilmore erfunden hat, und der testet gerade eine Formel auf Unerfüllbarkeit. Wie macht er das? Die Eingabe ist wieder eine geschlossene Formel in Skolem-Form. Zunächst wird die Herbron-Expansion gebildet. Die Elemente der Herbron-Expansion werden hier aufgezählt. Da haben wir also irgendwie unendliche, häufig unendliche Menge von Formeln. Die kann ich aber alle aufzählen. Und was jetzt gemacht wird, ist, es werden Unerfüllbarkeitstests gemacht. Ich fange an mit der ersten Formel, teste, ob die erfüllbar ist oder nicht. Wenn sie unerfüllbar ist, gebe ich unerfüllbar aus.
Dann mache ich weiter mit der ersten und zweiten Formel, dann mit der ersten und zweiten und dritten Formel, nehme also in jedem Schritt hier eine weitere Formel dazu. Das heißt, ich habe es immer mit endlichen Formelmengen zu tun, die sich wie aussagenlogische Formeln verhalten. Da kann ich also aussagenlogische Erfüllbarkeitstests drauf anwenden. Und wenn ich irgendwann mal merke, dass die Menge von Formeln, die ich betrachte, die endliche Menge von Formeln, die endliche Teilmenge der Herbrand-Expansion, die ich betrachte, unerfüllbar ist, gebe ich unerfüllbar aus und sonst läuft das eben immer weiter. Wenn f nicht unerfüllbar ist, läuft dieses Verfahren unendlich. Das bedeutet also, dass es kein Entscheidungsverfahren ist, sondern ein Semi-Entscheidungsverfahren. So, und auf der Basis dieses Algorithmus können wir dann eben den folgenden Satz formulieren. Folgende Probleme der Prädikatenlogik sind semi-entscheidbar. Zunächst mal das Unerfüllbarkeitsproblem. Der Algorithmus hier ist ja gerade ein Semi-Entscheidungsverfahren für Unerfüllbarkeit. Weil dieses Problem semi-entscheidbar ist, ist auch das Gültigkeitsproblem semi-entscheidbar. Alles, was ich tun muss, ist, ich muss den Algorithmus auf Nicht-F anwenden und habe dann ein Semi-Entscheidungsverfahren für das Gültigkeitsproblem. Und auch das Folgerungsproblem ist semi-entscheidbar. Alles, was ich tun muss, ist F und nicht C auf Unerfüllbarkeit testen, wobei F die Prämisse ist und C die Folgerung. Gut, dann danke ich Ihnen für heute und bis demnächst.